Und von Mr. Hamsterfresser. Ich glaube, woher kenne ich den? Ich glaube, der hat. Ich glaube, es gibt kein. Mr. Hamsterfresser, der hat doch mal. Hat der nicht. Auf Pete's Meet? Hat der nicht. Hat er noch nicht so Pete's Meet-Animationen gemacht? Pete's Meet-Chroniken oder so? Das war doch Hamsterfresser, und das war nur das. Ich glaube, daher kenne ich den. Ich glaube, das. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine. Ihr könnt ja mal nachgucken. Ich würde sagen, ja, hier die Beats mit Chroniken, genau das ist Mr. Hamsterfresser. Sehr schön. Habe ich durch Zufall in meinen Vorschlägen gefunden. Das ist jetzt, guckt man es, Harry Potter und schon wieder irgendwas animiert an. Von ihm hier, Mr. Ich Hamsterfresser. glaube, es gibt kein geeigneteres Video als dieses hier, um die letzten Jahre meiner Animationszeit zusammenzufassen. Ich bin sehr gehypt, dass jetzt endlich alle Teile von Harry Potter draußen sind. Habe ich seit Tag 1 drauf hingefiebert. Jetzt noch kurz zwei Infos, weil ich Geld und Klickgeil bin. Es gibt einen Podcast und es gibt Patreon. Patreon, ganz Ja, wichtig, schaut da dran könnt ihr mir einfach vorbei. Geld schicken. Und Leute, Spezialen. Podcast, Patreon. Kann man machen. Harry Potter und schon wieder irgendwas, ja, jetzt animiert von ihm, einem sehr guten Animateur. Mit Colt Miller, wie es ausschaut. Harry Potter und schon wieder irgendwas. Immer geil. Story Kelly und Keller. Leo. Okay, hier wird was unterzeichnet. Jens Kurt Rowling. Genau. Harry Potter und der halb verblutete Prinz. Okay. Platz. Hi Harry, ich habe leckere Bonbons gegessen. Rattengift oder so hießen die. Ich dachte mir, es gibt ja auch Soll Rattenschwänze. das Neville, soll das Neville nachstellen? Ja. So schön sauer sind. Oder weiße Mäuse, die so Marshmallow-mäßig sind. Oder Milchmäuse aus Schoko. Er spricht Colt Miller. Eine sehr gute YouTuberin und eine sehr gute Sprecherin hier in diesem Fall. Schokolade. Und da kann Rattengift ja nur lecker sein. Sag mal, Neville, brauchst du das Herz nicht noch? Weiß nicht. Na, ist Neville. Ist Neville schon wieder tot? Ja. Was ist es denn diesmal? Rattengift. Man kann von Rattengift sterben? Ja, man kann sogar von Salz sterben. Echt? Wirklich? Ja, wirklich. Ohne Scheiß? Ja. Nee, echt jetzt? Ja. Ganz wirklich echt? Ja. Im Ernst? Das ist ja so dumm. Wie kann man denn von Salz sterben? Na, wenn du einen gewissen Prozentsatz Salz im Blut hast, dann ist das tödlich. Da hat mal eine Mutter ihr 5 Löffel Salz in den Pudding gemischt und das Kind ist gestorben. Die hat bestimmt nur Zucker mit Salz verwechselt. Nein, das war Mord, denn der Magen und die Zunge rebellieren bei zu viel Salz. Außerdem schmeckt man das doch raus. Also muss die Mutter das Kind dazu gezwungen haben, das zu essen und... Wie hieß die Mutter? Weiß ich nicht. Jedenfalls war das Kind eigentlich nur ihr Stiefkind. Was für eine Hausnummer hatte die? Keine Ahnung. Ich glaube, das sagt man okay. auch nie in den Nachrichten. Stimmt es, dass Hühnchen eigentlich von Dinosauriern abstammen? Harry, ich versuche euch gerade zu erklären... Erklären, dass Wie viele Monde hat der Saturn? Bisher wurden 60 Monde in der Umlaufbahn des Saturns gezählt. Ach, Scheiße. Saturn, wie auch die anderen Gasplaneten, ein System, das wie ein Minimodell des Sonnensystems wirkt. Okay, das ist alles, was ich wissen wollte. Ich gehe ja, jetzt mit hab's natürlich nicht geschnallt. Oh Mann, was, das Video geht 23 Minuten? Ach, Schande. Die Erwachsenenabteilung. Komm, Ron, hey. Okay. Hey, wartet! Ich will euch jetzt verdammt nochmal erklären, wie man jemanden mit Salz umbringt. Tschüss. Bleibt stehen! Schmutzige Hose. Könnt ihr nicht aufpassen, ihr penisamputierten Mistkäfer? Snape! Oh nein, sie haben Snape verhunzt.
Ey, Professor Snape, haben Sie sich alle meine Bücher gekauft? Aha, es... Wie heißen die Bücher? Lass mal gucken. Denn die Putzfrauen sind sofort die Abteilung zu Ort aufgenommen. Könnt ihr nicht aufpassen, ihr Pin... Harry Potter klein, aber schon durchgerammelt. Harry Potter alle Bände im passenden Karton. Okay, die Super Collection hier. Vieles amputierten Mistkäfer. Ey, Professor Snape, haben Sie sich alle meine Bücher gekauft? Aha, es sind also deine Bücher. Die Bücher sind Eigentum von Flourish und Plotz, mein Junge. Jeder darf sie sich angucken. Das ist nicht nur dein Spielzeug. Alle dürfen damit spielen und es steht nicht dein Name drauf, Freundchen. Doch, da. Oh, ich, oh mein Gott, seht mal da! Oh, es ist wirklich wichtig, dass ihr euch jetzt umdreht. Es geht um Leben und Tod. Meine Güte, dreht euch doch um, seht nur! Das ist der älteste Trick der Welt. Sie glauben doch nicht, dass wir darauf reinfallen. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Ich suche ein Buch. Ja, welcher Titel? Die Eroberung der Welt für Dummies, bitte. Ja, einen Moment, ich schaue nach. Tut mir leid, haben wir nicht auf Lager. Was? Wie schon gesagt, das ist der älteste Trick der Welt. Los, raus mit der Sprache. Warum haben Sie sich meine Bücher gekauft? Die sind gar nicht für mich, sondern für meinen Freund. Snape. Oh, man darf doch wohl meinen Freund sagen, ohne dass da irgendeine Liebesbeziehung hintersteckt. Was soll ich denn sonst sagen, Kumpel? Ja. Skylarf. Scrubs. Zum Beispiel. Das muss ich jetzt auch ständig sagen, wenn ich von Christian rede. Wer ist Christian? Mein Kumpelfreund Christian. Aber ich dachte, ich bin dein Kumpelfreund. Du hast mir nie was erzählt von einem Christian. Wer ist Christian? Oh. Sehen Sie, was ich meine? Na gut, dann sind die Bücher eben für meinen Kumpel. Ja, und wie heißt er? Flori. So, jetzt muss ich aber jetzt mal... Jetzt zum Geier ist Flori. Florian Florensen, der Florist aus Florida. So, jetzt muss ich aber weg. Tschüss. Hey, Sie müssen noch bezahlen! Bei den Weasleys. Fuchsbau. Ey, Mann, ey. Ron, du alte Arschgurke. Was? Hm. Ach du meine Scheiße, es gibt sogar Harry Potter und der Duden. Ja, das ist eigentlich nur ein ganz normaler Duden, wo vorne dein Bild drauf ist, sonst hat sich nichts verändert, außer dem Preis. Ja, warum kaufst du dir das denn? Ich weiß es nicht! Ach, ich wünschte, ich hätte so viel Geld, dass ich zum Fenster rausschmeißen könnte. Okay, hier. Oh, danke. Hui! Das ist so herrlich dämlich. Harry, wenn du so arschviel Geld hast, warum kaufst du dir nicht einfach alles, was du willst? Ich würde das machen. Nein, ich spare das für später. Für meinen Führerschein und für ein Auto. Und für Disneyland. Disneyland? Ja, ich habe mir immer gedacht, wenn ich mal arschviel Geld habe, dann würde ich mit all meinen Freunden nach Disneyland fahren. Einfach so, weil es das Klischee ist. Und dann Mickey-Maus-Ohren kaufen und Teetassen-Karussell fahren und irgendwelchen Kindern in schlechten Kostümen die Hand schütteln. Jetzt mal nur als Beispiel. Was wäre, wenn deine Freunde rein theoretisch absolut gar keinen Bock auf Disneyland hätten? Genau, es gibt außerdem einen Harry-Potter-Themenpark. Na, auf jeden Fall will ich meinen Freunden auch irgendwas gönnen. Jeder darf sich was wünschen, was er unbedingt haben will. Weltfrieden. Was? Das willst du wirklich? Mir ist das scheißegal, wenn irgendwo ein Niggerkind krepiert. Ich will eine Villa mit Swimmingpool und Heimkinoanlage und ein Ponyhof. Scheiße, die haben gerade das Endwort gesagt. Ich nehme keine Verantwortung dafür, was im Video gesagt wird. Es ist eine Parodie und das Wort habe ich nie ausgesprochen. Das ist aus der Ha. Was ist? Wer hat ein Wort gesagt? Ja, ich hätte ja noch ein Happy Meal. Bitte. Mit Weltfrieden, ohne Käse und nicht dem Spiel für euch, das Musik macht und fliegen kann. Ja, 13 Milliarden Euro bitte. McDonald's. Ich liebe es. Morgens sind ja. In Deutschland. Oh nein, ein Knoppers! Oh mein Gott.
Harry, was ist los? Ich hatte gerade eine Vision von einer Frau, die sich an einem Knoppers verschluckt hat. Wenigstens hast du nicht von Voldemort geträumt. Nein, weißt du nicht mehr? Ich sehe in meinen Träumen Dinge, die Voldemort mit seinen Augen gesehen hat. Das heißt, er ist gerade in Deutschland? Ich habe gar nichts von Deutschland gesagt. Oh. Währenddessen bei Lord Voldemort. Knoppers-Werbung. Langweilig. 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 Oh, Titten. Langweilig. Oh, mein Lord. Könnten wir auch mal wieder Muggel umbringen und nicht immer nur Fernsehen? Was soll das heißen? In einer guten Beziehung kann man auch einfach mal nur zusammen auf dem Sofa sitzen und Fernsehen, ohne immer irgendwas zu unternehmen. Aber wir machen seit Wochen nichts anderes. Was ist mit Harry Potter? Wollt ihr ihn nicht mehr umbringen? Ja, dieser kleine dreckige Bengel wird meinen Zorn wieder zu spüren bekommen. Es folgt der Lassie-Filmmarathon. Oh, aber erst nach der Sendung. Ja. Ach gut. Hey, wieso gehen wir zu Gleis 4? Gleis 9 3/4 wurde abgeschafft, mein Junge. Das war denen zu kompliziert beim Schreiben, immer das Sonderzeichen 3/4 einzufügen. Aber das wird doch nicht geschrieben, sondern von Maschinen gedruckt. Nee, nicht in der Zaubererwelt, da gibt's keine Maschinen. Ja, dann sind die Muggel ja viel schlauer als wir. Jo, deswegen bin ich ja auch Fan von denen. Ich bin ihr größter Fan, ich liebe sie, kriege ich ein Autogramm. Okay, hier, aber lassen Sie mich in Ruhe. Yo, dankeschön. Dad, wieso ist das denn jetzt ausgerechnet Gleis 4? Vielleicht haben die 9 3/4 einfach durch 3 geteilt. Aber das wären dann ja 3 1/4. Super gerechnet, Ron. Aber da fehlen dann wieder 3/4, um auf die 4 zu kommen. Und wenn man die 9 von 9 3/4 umdreht, dann ist das eine 6. Und wenn man die 6 dreimal nimmt, dann ist das 666, die Zahl des Satans. Mein Junge, rechne nicht so viel. Das schadet deinem Gehirn. Komm, wir werden claim. Oh Gott, wir sitzen ja in Abteil 13. Wer von euch hat sich zuerst hingesetzt? Ich glaube ich. Und dein Geburtsdatum, ist das durch 6 teilbar? Keine Ahnung, nein. Glück gehabt, denn sonst wärst du jetzt ein Kind des Teufels und ich müsste die Welt vor dir retten. Mal angenommen, mein Geburtsdatum wäre durch 6 teilbar. Wie willst du die Welt vor mir retten? Ich muss dir ein Kruzifix in den Mund rammen und 3-mal das Vaterunser beten und dir einen Rosenkranz und dich taufen. Und dann musst du selber noch einmal das Vaterunser beten. Wie soll ich denn beten, wenn ich ein Kruzifix im Mund habe? Das ist dein Problem, mein Freund. Ah ja, und muss das Kruzifix aus Holz oder aus Silber sein? Also in Harry Potter und die Bibel steht, dass Dämonenaustreibung am besten... Mann, jetzt gibt's schon eine Bibel. Nein. Sie sollen meinen Namen gefälligst nicht auf jedes schwule Buch drucken. Die Bibel ist schwul. Ja, und wie? Ich verklag die. Das geht nicht. Du hast besoffen einen Vollmachtsvertrag für deinen Namen an diese schäbige kleine Kinderbücherei verkauft. Was? Was? Ja, und danach hast du dir ein Tattoo stechen lassen. Ein Tattoo? Wo? Was für eins? Sag ich dir lieber nicht. Ist es ein Anker? Nee. Ein Drache? Nee. Eine nackte Frau? Nee. Ein Herzchen, wo deine Mom in der Mitte steht? Nee. Puh. Aber du warst doch betrunken, als du den Vertrag unterschrieben hast. Also unzurechnungsfähig. Der Vertrag ist somit nichtig. Ich ruf da jetzt an und beschwer mich. Alles klar. Hallo, schäbige kleine Kinderbücherei Zentralbüro. Was kann ich für Sie tun? Heißen Sie echt so? Ja, danke für Ihr Interesse. Auf Wiederhören. Nee, aber ich... das war jetzt schon die dritte Person, die diese Frage gestellt hat. In einer Minute. Sollte ich vielleicht warten, ob die Anrufer noch mehr Fragen haben? Ach, nee. Fräulein Müller, könnten Sie mir bitte das hier kopieren? Oh, und dann diese Firma hier anrufen und das Abendessen mit dem Firmenvorsitz absagen? Ey, hallo, ich bin eine Sekretärin. Für solchen Kram bin ich nicht zuständig, okay? Okay. Ey, die hat einfach aufgelegt. Ey, mach Sturmklingeln. Das geht nur bei Haustürklingeln, Ron, nicht bei Telefon. Okay. Ich weiß noch, als sie das Telefon erfunden haben. Das war 1982. Ey, langsam reicht's mit diesem Harry Potter und Kram. Nicht nur, dass ich übelst genervt von den ganzen Büchern bin, ich wundere mich auch, dass ihr die alle gekauft habt. Die haben wir nicht gekauft, die lagen im Zug herum. Ein Fick, 10 Euro. Harry Potter, was hat das denn zu bedeuten?
Oh, Draco, das war Lord Voldemort. Der dunkle Lord hat dir das verpasst? Oh ja, das habe ich schon eine Ewigkeit. Bist du dumm oder so? Also ist der dunkle Lord sowas wie dein Zuhälter? Dann verstehe ich aber nicht, warum er dich bekämpft. Du bist wahrscheinlich nicht genügend anschaffen gegangen. Oder hast dich geweigert, als er selber mal umsonst in dein Loch lunzen wollte. Egal, hier hast du 10 Euro, wir treffen uns nachher, Bitch. Ich glaube, wir müssen dir jetzt doch was über dein Tattoo erzählen, Harry. Was? Was? Wieso sagt ihr mir das erst jetzt? Wir haben es dir nicht gesagt, weil wir wussten, dass du dich aufregst. Ach, und ihr dachtet, von anderen Schülern damit gesehen zu werden, würde mich nicht aufregen. Naja, also... Ein Stick mit Harry Potter. Nur 10 Euro. Das ist echt günstig. Halt die Klappe, Malfoy. Immerhin hast du jetzt 10 Euro. Davon kannst du dir 10 Hamburger bei McDonald's kaufen. Oder 100 Kaugummis. 100 Kaugummis. Hermine, gibt es nicht irgendeinen Zauberspruch? Glaube ich nicht, dass das noch so ist. Ein Burger kostet immer noch 1 Euro. Das ist das, 10 Burger bei McDonald's. Hier steht der Pisser. Gegen Tattoos. Oh, bitte, Harry. Nein. Und wie kriege ich das Tattoo jetzt weg? So wie alle anderen auch. Lass es weglasern. Aber das muss doch kontinuierlich in vielen Sitzungen über Monate gemacht werden. Ich will, dass es jetzt weggeht. Erst diese ganzen Bücher und jetzt auch noch das. Ist die ganze Welt gegen mich. Hier, nimm erstmal mein Abdeckpuder. Danach lasse ich mir was einfallen. Hat das sehr gut geholfen. Jo, dann bitte ich jetzt mal alle Hufflepuffs, sich dort drüben aufzustellen. Und jetzt bitte lächeln. Das Schulbudget ist dieses Jahr recht knapp, weshalb wir euch bei eBay versteigern. Los, rein mit dir. Rein mit dir. Ursprünglich wollten wir ja Flitwick versteigern, ja. Aber der hat überhaupt nichts eingebracht. Na doch. Die Hufflepuffs bei eBay versteigert. Ja, sehr gut. Hey, ich bin auch Hufflepuff. Werden die Hufflepuffs ja auch nicht viel einbringen. Wer will die denn schon? Naja, kleine wehrlose Kinder. Das ist doch was für pädophile alte Säcke. Also wenn sie mich fragen, dann sollten wir sie verkaufen. Und zwar an Lord Voldemort. Das würde garantiert eine Menge einbringen. Ja, oder gleich Harry Potter. Den wollte der doch schon immer haben. Harry, ja. Kommst du bitte mal? Okay. Nein, aber ich, das war doch nur ein... Sie müssen doch Harry beschützen. Ja, was ist denn los? Mensch, Harry, was sagst du dazu, wenn ich mal ein Foto von dir mache? Los, zeig mir dein schönes... Das Lächeln und immer die Hand von der Stirn. Man muss doch die Blitznarbe sehen, damit man weiß, dass du der echte Harry Potter bist. Die Narbe, die habe ich nicht mehr. Die habe ich wegoperieren lassen. Ach, das war doch ein Fluch. Sowas kann man nicht wegoperieren lassen. Jetzt zier dich nicht so. Es ist zum Wohl der Schule. Ich brauche ein Bild für eBay. Wie zum Wohl der Schule? Ach so, sie wollen ein Bild von mir bei eBay versteigern. Ja, ein Bild. Komm schon, nimm die Hand weg. Nein. Ja. Was hast du denn da auf der Stirn? Eine Matheformel? Wir unterrichten doch gar kein Mathe hier an der Schule, mein Junge. Die brauchst du doch gar nicht. Außerdem kannst du die eh nicht lesen, weil die auf deiner Stirn ist. Du bist so dumm. Bitte lächeln. Wenn das Bild dann bei eBay versteigert wird, sehe ich dann auch was von dem Geld? Nee, aber du wirst eine schöne neue Behausung kriegen. Wo, weiß ich noch nicht genau. Hey, psch, McGonagall, wo wohnt Voldemort eigentlich? Wenn wir das wüssten, dann hätten wir deutlich weniger Probleme. Stimmt. Hat er nicht in der Nähe von so einem Friedhof gewohnt? In so einer Villa? Auf Malle? Das ist ihre Villa. Ach so, ja. Ich erinnere mich noch. Da habe ich einen Freibier-Sauf-Wettbewerb mitgemacht und mit halbnackten Mädels in der Disco auf den Tisch getanzt. Oh, und dann habe ich ein Boot geklaut und bin besoffen aufs Meer hinausgefahren. Und dann habe ich die Welt vor Aliens gerettet, indem ich einen Morty an ihren PC drauf gemacht habe. Und ich war schwarz. Und dann habe ich eine Zigarre geraucht und den Alien voll in die Fresse gehauen und gesagt, willkommen auf der Erde. Das ist echt cool, Dumbledore. Wer bist du denn? Lust auf CS? Mein Lord. Stör mich nicht, hier hat gerade einer angebissen. Hi, Tobias, -14. Hast du schon Schamhaare? Ich habe Neuigkeiten für Sie, mein Lord, über Harry Potter. Was für Neuigkeiten? Hast du oft einen Steifen? Potter wird bei eBay versteigert. Das Merkwürdige ist, dass ganz unten in der Anzeige steht... Lieber Lord Voldemort, schlagen Sie zu. Ob das eine Falle ist? Niemand kann mir, Lord Voldemort, eine Falle stellen. Das kann nur ich selber. Sie können sich selbst eine Falle stellen? Ja. Oh, eine Mausefalle mit Gummibärchen drin. Gummibärchen. Sehen Sie? Ja, was machen wir jetzt? Bieten Sie 2 Euro.
Mein Lord, es gibt Millionen Harry Potter-Fans. Die werden alle versuchen, Potter zu ersteigern. 2 Euro! 2 Euro. Ja. Wir haben ganze 2 Euro! Das ist ja nicht gerade viel. Sie haben doch keine Ahnung vom Versteigern. Manchmal bekommt man mehr und manchmal eben weniger. Ich habe schon oft mehr für etwas bekommen, was überhaupt nichts wert war. Zum Beispiel habe ich einmal eine alte Rasierklinge von mir versteigert. Dafür habe ich 1 Euro bekommen. Davon konnte ich mir dann 2 neue kaufen. Dabei rasiere ich mich nicht mal. Jetzt wird Harry Potter für 2 Euro verkauft. Sehr toll. Was willst du, Sterblicher? Ja, ich hätte hier ein Paket für Tom Forlost Riddle. Was für ein bescheuerter Name. Haben Sie keine Angst vor mir? Hey, Jungchen, ich arbeite bei der Post. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Endlich ist es soweit. Endlich gehört Potter mir. Und ich kann nun mit ihm machen, was ich will. Ich bräuchte hier eine Unterschrift. Moment. Muss ich jetzt mit Riddle oder Voldemort unterschreiben? Das ist mir egal. Ich werde morgen entlassen. Okay. Voldemort. Sie haben ja aus den O's kleine Herzchen gemacht. Ja, ich weiß. Warum? Weil ich sie süß finde. Okay, ja. Schönen Tag noch. Luft. Wo bin ich hier? In deinem schlimmsten Albtraum. Ohne meinen Schwanz aufzuwachen ist mein schlimmster Albtraum. Na dann eben dein zweitschlimmster. Ein Mädchen, das mit langen nassen Haaren auf seinem Brunnen steigt. Ach, na dann dein drittschlimmster Albtraum. Sex mit McGonagall. Okay, viertschlimmster. Einige Albträume später. Ach, an welcher Stelle stehe ich denn bei deinen Albträumen? Ich glaube Nummer 46. Okay, machen wir da weiter. Okay, los, frag nochmal, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? In deinem 46. schlimmsten Albtraum. Oh mein Gott. Angst. Und jetzt mach dich auf dein Ende gefasst. Avada Kedavra. Und nun geht es weiter mit unserem alten Fernsehserien, die schon damals niemand mochte, Marathon. Oh mein Gott, das muss ich sehen. Harry, willst du mitgucken? Okay. Und so verbrachten Voldemort und Harry viele Tage damit, auf dem Sofa zu sitzen und die Glotze anzustarren. Sie fraßen Chips, bestellten sich Pizza, tranken Bier und wurden beste Kumpel. Sag mal, Harry, was steht da auf deiner Stirn? Ein Fick 10 Euro? Oh, ach das, ja, ich war besoffen und hab mir das tätowieren lassen. Das war klar. Schon ein Lebenszeichen von Harry gehört? Nee, aber sehen Sie mal, was ich von den 2 Euro gekauft habe. Einen Quietsche-Hamburger. Wenn wir einen Hund hätten, dann würde der sich jetzt tierisch freuen. Sie haben das letzte Schulgeld, das wir durch die Versteigerung von Harry Potter bekommen haben, für einen Quietsche-Hamburger ausgegeben? Ja, dabei ist mir noch eine tolle Methode eingefallen, wie wir noch mehr Geld sparen können. Wenn wir das Essen für die Schüler durch Plastikessen ersetzen, können wir es einfach abwaschen und wiederverwenden. Gucken Sie mal. Und er ist immer noch ganz... Wo ist eigentlich Harry? Keine Ahnung, ich habe ihn seit unserer Ankunft in der großen Halle nicht mehr gesehen. Wieso nehmen wir nicht einfach die Karte des Rumtreibers und schauen, ob Harry irgendwo im Schloss ist? Eigenartig. Harry wird überhaupt nicht angezeigt. Gar nichts für... So wird Hermine übrigens in den Büchern dargestellt. So ist das hier mit strubbeligen Haaren und so weiter. Das ist ja in den Filmen dann ein bisschen... Ja. Hat sie dann, sah dann doch ein bisschen zu... anders aus. Wird angezeigt. Ich glaube, die Karte ist kaputt. Hermine, das ist Harrys Unterhose. Professor McGonagall, was machen Sie denn hier? Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass Harry bei ihr wisst schon wem ist. Beim Frauenarzt? Nein, bei dem, dessen Name nicht genannt werden darf. Hitler? Nein, bei Lord Voldemort. Mädchen Skinner. Dumbledore ist auch nicht mehr ganz bei Sinn. Es liegt nun an euch, Harry zu befreien. Wieso wir? Woher sollten wir wissen, wo er ist oder wie wir ihn befreien können? Wir haben Voldemorts Adresse bei eBay. Wir haben rausgefunden, dass er eine Schwäche hat, dort alles Mögliche zu ersteigern. Ich hoffe. Bettfuß. Ah!
meine gebrauchte Rasierklinge und meine Leopardenmuster-Leggings sind endlich da! Hallo, ich bin ein Happy Postbote. Ich bräuchte hier eine Unterschrift. Happy Mail. Immer glücklich, immer froh. Post austragen ist das Allergeilste auf der Welt. Was ist mit dem alten Postboten passiert? Der hat mir irgendwie besser gefallen. Oh, der ist in den Ruhestand gegangen. Das stimmt nicht. Ich bin seit Tagen hier im Graben. Gib das Paket her. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Das habe ich gar nicht bestellt. Wo ist Harry? Harry, wo bist du? Los, rücken Sie Harry raus. Voldy, die Serie geht weiter. Ich komme. Hä? Wollt ihr nicht auch mitgucken, Kinder? Das ist wirklich spannend. Also eigentlich sind wir hier, um Harry zu befreien. Nein, ich habe mich geändert. Mir ist klar geworden, dass Liebe viel mehr Spaß macht als Hass. Ich kann ihn nicht mehr gehen lassen. Er ist mein Ein und Alles. Mein Lord Potter hat die ganzen Chips weggefressen. Was? Niemand isst Lord Voldemort seine Chips weg. Du wirst sterben. Avada Kedavra. Expelliarmus. Crucio. Hami, hami, ha. Sure, you can. Ene, mene, mai. Hallo, Ken. Los, Hermine. Donnerschock-Attacke. Los, Ron's Mom. Body Slam. You lose. Okay, du hast gewonnen. Geh mit deinen Freunden. Und dann ging Harry und Hermine zurück nach Hogwarts. Und alles war so, als wäre nie was gewesen. Wir haben immer noch kein Geld für die Schule. Wenn das so weitergeht, dann können wir Hogwarts schließen. Ach was, dann unterrichten wir einfach in meiner Villa auf Mallorca. Warum verkaufen Sie nicht einfach die Villa? Na, für die Villa habe ich doch das ganze Schulgeld ausgegeben. Das wäre doch albern. The End. Oh Mann. Outtakes. Harry Outtakes. Befreien, Manu. Oh. Ron, du kannst auch gar nichts. Das ist so ein einfacher Satz. Deine Mom ist ein einfacher Satz. Das stimmt. Deine Mama ist wirklich ein einfacher Satz, wenn man danach einen Punkt setzt. Also als Antwort, als Gegenbeleidigung. Du bist fett, deine Mom. Punkt. Es ist ja okay. Da mich noch so zu gefallen haben, ich fand's ganz schön. Ja, toll animiert auf jeden Fall. Ein Teil davon kannte ich schon, dass es scheint so eine Compilation gewesen zu sein aus mehreren Teilen. Ich kenne schon ein Stückchen davon, war schon bekannt. Ja, schaut mal bei Mr. Hamsterfresser heißt der, glaube ich, ja. Bei Mr. Hamsterfresser vorbei. Hat doch so tolle Sachen gemacht wie die Beatsmeet-Chroniken. Auch ganz toll. Also sein Amazon-Stil auch großartig. Lass mal ein Follow da und er hat ja gesagt, ne, Podcast und Patreon, können auch mal vorbeischauen. Und bei mir auf Twitch vorbeischauen, da streame ich ab und zu mal was und auf YouTube Abo dalassen, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben und habt vor allem noch einen ganz tollen Tag und man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.